Yo moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar dreht sich alles wieder um GTA Online. Und zwar wurde heute ein neues Fahrzeug hinzugefügt. Und zwar der Caracara. Welches ich richtig ausgesprochen habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kostet dieses Fahrzeug 1,775 Millionen Dollar. Also aufgerundet 1,8 Millionen. Das Fahrzeug findet ihr auf der Warstock Seite. Ja, das Besondere an diesem Fahrzeug natürlich ist, es hat 6 Reifen. So wie der Sabsa 6x6. Aber der feine Unterschied ist erstmal, das Fahrzeug kostet eine Stange mehr Geld als der Sabsa 6x6 und das Fahrzeug hat auf der Ladefläche eine Waffe oben drauf. Das bedeutet wiederum, wir können es in der Avenger oder in der Kommandozentrale auftunen. Also ich würde mal sagen, gucken wir erstmal, was man alles generell auftunen kann. Beim Tuning bin ich generell recht enttäuscht, Leute. Natürlich, Leute, könnt ihr in der Avenger oder Kommandozentrale die Waffe zu einer Minigun umtunen. Und natürlich könnt ihr die Designs draufklatschen, aber Leute, die Designs existieren schon lange. Das bedeutet, es sind keine neuen Designs. Und sonst ist alles ja recht klassisch. Ihr könnt nur die Panzerung machen, Motor, Turbo, Fenster, Reifen, halt nichts Spezielles, keine Stoßstangen oder sonst irgendwas. Das bedeutet, das Fahrzeug, ja, ist recht langweilig, sage ich jetzt mal, vom Tuning her. Natürlich, dadurch, dass es halt Allrad ist und natürlich 6 Reifen, also 3 Achsen hat, ist es übers Gelände recht unterhaltsam damit zu fahren. War auch schon mit dem Datsun 6x6 so, ihr konntet damit eigentlich relativ überall drüber fahren, da der Grip einfach im Gelände richtig krass war. Und das wird bei diesem Fahrzeug auch sein. Was natürlich besonders auffällt, Leute, das Fahrzeug ist wirklich recht lang. Also ist mir jetzt persönlich jetzt mal so aufgefallen. Aber generell ist es jetzt kein Plus- oder Minuspunkt, aber keine Ahnung. Ich bin halt relativ enttäuscht für knappe 1,8 Millionen plus Tuning natürlich noch mehr, dass man nur so wenig dran verändern kann. Weil ich mag eher so die Fahrzeuge, wo man bei Tuning richtig was machen kann. Zum Beispiel die Lowrider-Fahrzeuge. Das war mein liebstes DLC eigentlich, weil man damit einfach am meisten machen konnte. Aber mit diesem Fahrzeug, naja, ich sag mal recht enttäuschend. Ja, diesen Dienstag haben wir nur ein Fahrzeug gekriegt, aber Leute, dafür haben wir einen neuen Gegnermodus. Und zwar Zielscheibenrennen. Ob es ein Gegnermodus ist oder Rennen, naja. Auf jeden Fall, Leute, ist das Prinzip von diesen Rennen recht simpel. Es gibt zweier Teams. Einer von diesen zwei ist natürlich an der Kanone. Und der andere ist natürlich der Fahrer. Das Ziel ist es natürlich, die ganzen Zielscheiben abzuschießen und Punkte zu sammeln. Wie ihr es hier auch gerade im Video sieht. Generell funktioniert das eigentlich relativ gut. Nur man bräuchte auch einen Teamkollegen, womit man sich absprechen kann. Weil ich habe das mit einem Random-Typ probiert und ja, er wusste nicht genau, wie das funktioniert. Obwohl es natürlich da steht, was ich, aber ja. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, Leute. Aber egal, generell ist der Gegnermodus relativ lustig, also ich empfehle es auf jeden Fall einmal mindestens mal auszuprobieren. Und für die Leute, die etwas mehr Geld oder auch ein bisschen mehr RP brauchen, ist das natürlich auch was, da es hier doppelt Geld und doppelt RP gibt. Aber generell war es das schon, was alles heute hinzugefügt wurde. Also, Zusammenfassung, es kam heute ein neues Fahrzeug, was überteuert ist, Leute, und generell bei Tuning nichts drauf hat, aber sonst relativ lustig ist und vor allem auch noch eine Waffe hat. Kaufempfehlung ist jetzt hier in diesem Fall jetzt einfach mal eingeschränkt, da ich halt wirklich echt enttäuscht bin von Tuning-Optionen. Und natürlich gab es einen neuen Gegnermodus oder Rennen, wie man es auch immer sehen möchte. Und da bin ich eigentlich relativ überrascht, dass es so viel Spaß macht. Aber generell, ja, für die Leute, die Geld brauchen oder RP, ist es auf jeden Fall was jetzt zu spielen, da es ja doppelt Geld und doppelt RP gibt. Aber ich schätze mal, ist es wie bei jedem anderen Gegnermodus. Man zockt es nur so lange, bis doppelt Geld und doppelt RP ist und danach wird es sowieso zur Seite gelegt, weil es sowieso immer dasselbe bleibt. Naja gut, das war jetzt einfach mal meine persönliche Einschätzung, was heute gekommen ist. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich übelst freuen, wenn ihr für dieses Video einen Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren, damit sie keine krassen Videos wie dieses hier verpassen. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Wombat. Ciao.